Ein letzter Kampf. Du bist auf der Suche nach deinem alten Mentor Dao. Ja, gut, das haben wir schon. Der Boxclub. Die erste Regel lautet, des Boxclubs lautet, ihr redet nicht über den Boxclub. Leute, hier kommt positiv. Bin ich mal gespannt, wie recycelt die Level sind. Ob wirklich die Level recycelt sind oder die Assets. Wenn das neu angeordnet ist, dann ist ja eigentlich auch schon wieder viel wert. Na schön, die alten Albarka-Bäder sind nicht weit weg. Hier soll man nicht mehr. Fidelias Tagebuch? Zweiter der Erde. Ich habe die alte Beschwörung über die Zähne und Ketten nochmal ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Vorher hat es immer funktioniert. Ist die Magie wirklich fort? Einer meiner Schwestern hat mir von einer Bande erzählt. Sie meinte, dort täten sie Dinge der Art, wie wir sie gemeinsam getan hätten. Ich weiß nicht, wohin ich sonst gehen sollte. 27. der Erde. Die Augenlosen mögen zufrieden sein mit geschnitzten Knochen und Rattenschnaps, aber ich bin es nicht. Ich habe mit meinen Schwestern vom dunklen Wasser des Nichts gekostet. Ich weiß, wie es sich anfühlt, die Dinge, die man hasst, in Asche zu verwandeln und bunte Blumen aus der Glut wachsen zu sehen. Diese Leute haben keine Ahnung von der wahren Magie. 7. der Netze. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Wenn ich mir einen der streunenden Hunde von der Straße schnappe und geschnitzten Wahlknochen stehlen kann, hätte ich vielleicht einen Hauch meiner Kraft zurück. Ich weiß, welche Worte ich sprechen muss. Ich hoffe nur, dass der Outsider zuhört. 10. der Netze. Früher hatte ich tote Hunde aus der Erde geholt, damit diese durch die Schatten schleichen und meine Feinde in Stücke reißen. Und jetzt? Jetzt sehe ich zu, wie das Leben aus dieser elenden Kreatur wich. Ihr Herz erbebte und hörte auf zu schlagen, doch ich fühlte nichts außer Mitleid. Sie ist voll. Wir können also davon ausgehen, dass sie nur ein bisschen Wahlknochenzeug machen. Das ist der Sinn. Das ist hier so Holzhackers. Ist nicht ganz wie früher, aber fühlt sich gut an. Das könnte zerstören werden. Ob Dao die gesehen hat. Ach so, das Hindernis. Das ist warum habe ich hier nicht so einen schwarzen. Achso, weil ich schleiche. Ivan Jacobi, speaking for the sign. To give this movie for the skis and James Living. Dr. Nana Botana und Jacobi's Companion Peace. Naja, er kümmert sich also um die Leute, die einfach nur verscharrt wurden. Schleichen! Drücke C, um zu schleichen. Das Tutorial kriegen. Warum sind mir die Wachen eigentlich feindlich? Die würden mich doch nie erkennen, oder? Ich dachte, ich keinen Grund, in die zu starren. Es gibt hier leider auch nichts, ne? Bist du hier? Ja, ja, schnell. Was? Ohne Fähigkeiten ist schnell laufen wahrscheinlich eher sinnlos. Ich stelle mir die Frage, wo soll ich denn die Munition für meine komische Betäubungsknifte herkriegen? Das klingt ja so ein bisschen Hightech eigentlich. Das Gerät. Was? Wurde ich jetzt entdeckt oder nicht? Dum 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 dum. Es hier bestimmt als Entdeckung, dass der Typ nur. Oder da ist eine Ratte. Eine Ratte bleibt stehen. Kampf. Oh, ich will nicht kämpfen. Danke bitte. Weiches Fleisch liegt in der Straße, Augen und Zungen lecker, liegt in der Gosse für uns zum Fressen. Lecken glänzendes Öl von Walen aufs Meer, Blut ist tief und schwer, schmeckt wie Leere, wie Alleinsein. Fallen an dunkle Orden, mit Halsen, Klimm, Schwänze und Zehen, lassen uns verhungern, brechen Knochen. Bis auf den Knochen fressen, knabbern und nagen, alles fressen, alles. Komm, wir gehen die Alphabet an. Element OP. Was? H, I, D, J? R, S, T, O, V, W, X, Y, Z, J, P. Das ist unser ABC. So geht unser Apfelbeet. Warum sind mir die Wachen eigentlich peinlich hier?
Spielen wir auf normal. Es ist ja nicht möglich, sein locker 50 Leute wegzugreifen. Ja. Muss mich auf die Arbeit. Habe ich meinen Schrank abgesperrt? Letztes Mal habe ich es vergessen und hatte danach einen Hexenfisch in der Jacke. Die guten Hexenfische. Kann ich ja nicht einfach vorbeischleichen und muss ich mir hinter sich greifen. Boss ist Bewehr. Achso. Sieht der mich? Wir können ja gleich mal die tödliche Waffe ausprobieren. Nimm das! Die ist nicht sehr tödlich. Okay. Na, ich weiß nicht, was ich für ein Gerät halten soll. Das schien mir jetzt gerade nicht so unendlich effektiv zu sein. Also das tödliche Dings ist so bzzzt, bzzzt. Kein Wunder, dass ich dafür 5 Schuss habe. Das ist nicht jetzt so der Hammer der Tödlichkeit. Fubarett ist eine Autorüstung für up to 6 Viewers. Ja, nice. Könnte es wahrscheinlich einfacher haben. Wenn ich erst den Typen greife, so dann. Öde. Ganz ruhig, Magen. Du kriegst ja bald Essen. Wieso sind da gar nicht das Alphabetenlied? Bin ja schwer enttäuscht. Alter. Also die Leute, die gewirkt hat, muss ja ewig warten. Guck mal, die beiden Wachen. Leutnant, ich habe Bericht über illegale Aktivitäten in Albarkabädern zu erhalten und ich vermute, dass der Bande der Augenlose damit zu tun hat. Das könnte unsere Chance sein, diese verkommenen Rattenfresser endlich einen Schlag zu versetzen. Ich möchte, dass Sie vorher mit Ihren Trupp das Gebiet ausspähen und möglichst viele Informationen sammeln. Gehen Sie über kein Risiko ein. Der Hafenbezirk wird in Kürze verstärken für eine Razzia schicken. Hauptmann Legan. Da sehe ich ja schon, wie die Mission hier übrigens endet. Und zwar mit der Wache, die diese ganze Bude stürmt. Es wäre folgerichtig, also klug wahrscheinlich alle zu töten. Ja, eine Pistole. Tagschuss? Was? Die Voltage versetzt elektromagnetische Beschleunigung ein und so wird tödlich, also nicht tödlich, Projektil abzufeuern. Projektil müssen wir auf der Lärmsabfall der Voltage. Ihre Waffe ist jedoch gedämpft. Also die Voltaik-Waffe ist also quasi eine bessere. Eine Steampunk-Railgun. Also eine Rail-Oil-Punk-Railgun. Das ist natürlich interessant, wenn man aufträgt, dass das Ding. Obwohl, das Wal hat ja besonders viel mehr gedrungen. Das ist wahrscheinlich der große Rückweg. Neben finden Sie einen Knochenartefakt? Sind nicht genau um. Ich habe einiges über die Augenlosen gehört. Manches seltsam. Und nichts davon gut. Na? Alte Sprachen von alten Tagen. Östhagen, Krankheit, Wahnsinn im Maul, Tod im Kopf, Armeen von uns auf der Straße in Kanälen, alle hatten Angst vor uns. Die gute alte Zeit. Blut von Fingern des toten Mannes geleckt, schmeckt nach Angst, Tränen, Verrat. Sie hat diese Stücke für unsere Bäuche. Sie? Er brachte uns Fressen, lecker, weiches, gutes Fleisch. Blut wie Vertrauen und Verrat. Sie ahnte nichts. Vertrauen und Verrat? Er schleicht im Dunkeln, stinkt nach Alkohol. Dunkles Blut, schreiende Brüder, jagt uns, sein Messer ist still. Mhm. Könnte Kurve sein. Lange Zähne und Klauen, und er schnüffelt und was denkst du, soll das noch ein Artefakt hier sein? Das Geräusch ist hier so am lautesten, aber ich kann ja nichts kaputt machen. Hä? Quasi hier in der Wand müsste es eigentlich sein. Also hier, aber das hat weit nichts. Seite? Warte mal, kann ich hier. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee.
kriegen. Wie gerade so ein bisschen Motion Sickness. Genau, nach Fahrt verleihen die übernatürliche Kräfte, verbessern können seine Kräfte, seine neue Fähigkeiten, verderbte Knochen sind kürzlich selten und mächtig und bieten exotische Eigenschaften. Verderbte Knochen sind allerdings instabil und besitzen zudem negative Eigenschaften. Vielleicht nur ein Aufhänger, aber wenn sie wirklich Magie nutzen, muss ich es mir ansehen. Kann Billy ja nicht Magie einfach so nutzen? Ja, das hat man gerade. Achso, ich habe 5 Slots, sehr schön. Gleichgeschwindigkeit ist leicht erhöht. Ja, das ist natürlich genau das Artefakt, was ich vorhin hier auf dem Bild hatte. Hat sie ja schon ihr. Oder hat sie schon das komische Elektroauge drauf? Also, was passiert wahrscheinlich mit ihr noch? Black Magic Blood, 73. Jenny the Reaper, 22. Stout William, the Cutter. Jenny the Reaper? Was? Gut. All Artifacts and Bone Shump must disclose. Ah ja. Wir werden reich. Auch sogar sein Tagebuch. Wir sind erst ein Monat hier und die Chefin schon richtig Geld. Ein Traum hat sich erfüllt. Klar, den Unterdrücker laufen zu lassen hat seinen Preis, aber ich habe ihn schon 10-mal wieder reingeholt. Jeder will sich im Kampf gegen die Magier versuchen. Den ganzen neuen Leuten, die herkommen, gehört haben, dass wir ein bisschen Magie beherrschen, glauben, sie könnten den Rekord des Magiers brechen. Ha, dafür werden sie mit Münzen und Zähnen bezahlen. Lieber dir als ich. Ich könnte die Person, die hier uns zu uns unwerfenden Mistkern geführt hat, von oben bis unten abknutschen. Wer hat den hierher geführt? Ach, wahrscheinlich dauert. Hey, what your own? Das ist das große Motto hier. Sie wurden hier nicht in den Sackgasse. Pack den Vogel hier, der hier rumsteht. Das Problem an der Voltaikwaffe ist, wenn ich die abschieße, ist einfach nur die normalen Pistolen, die Voltaikwaffen sind. Okay. Und ich kann die Tür einfach aufschlagen, oder? Tresorcode. Ich nehme mal nicht an, dass der irgendwo rumliegt. Hallo, Kobotmi. Ah, runde Schlüssel, ne? Das macht's. Das erleichtert mir natürlich das. Hm. 0572. Versuchen wir's mal. Wenn ich sowas versuche, komme ich mir mal vor wie in so ein. Kennt ihr so eine Escape Rooms? Da stehen auch immer die geheimen Kombinationen irgendwo von der Landschaft rum. Und so komme ich mir halt immer vor. Was? Price, one bone jump, powerful effect. Wenn ich hier so random Zahlen versuche. 730. Das ist wahrscheinlich keine Nummer, oder? Das wäre auch so leicht. Ah, vielleicht. Nein, jetzt habe ich aber so weit liegen. Nein. 22,5. Nee, ich probiere jetzt nicht alle Zahlen dadurch, die darauf stehen. Mir natürlich jetzt sehr ärgern würde, wenn es rausstellt, dass es doch richtig war. Nee. Wir haben einen Hausflur gefunden. Diese schwarze Vignette irritiert mich, wie die hier ringsherum ist. Obwohl, es hieß, das ist hier neutrales Gebiet, und ich darf hier rumrennen. Wie wär's nachher mit dem Bier? Sicher. Spiel auf deiner Art, Teil 1. Solltest du entdeckt werden, ist das kein Wettuntergang. Du hast immer noch verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Töte alle Gegner im Kampf, setz die Gegner nur außer Gefecht, flieh und verstecke dich, bis deine Gegner dich auch einstellen. Nutze Kräfte, Ausrüstungsgegenstand und List, um die Situation auf kreative Weise zu meistern. Die wollen mir ja nichts, oder? Ja, die Outfits sind leider ein bisschen langweilig. Oh, die hat auch so ein lustiges. Ich nehme an. Ach ja, ich will hier einfach. Okay, das ist feindseliges Gebiet, okay. Okay. Hier bin ich also quasi hochgekommen. Also. Nein, diesmal nicht. Das wollte ich gar nicht, ich wollte ihn eigentlich nur bestehlen. Eine Leiche? Hier? Scheiße. Verdammt! Ich wollte ihn doch nur bestehlen! Ich dachte, ich mich ducken müssen, denn. So ein Elend. Ups. Aus Versehen über die Stränge geschlagen. So ein Elend aber auch. Das ist ja kein Beibuch.
Kann ich hier mit irgendjemandem reden? Ruiniert die Gegend und wie? Der alte Man Dampfer fühlt sich nicht mehr sicher. Artefakt soll beleben, den Saft durch die Adern pumpen. Irgendwas stimmt da nicht. Soll ich mal wir gehen ständig komischer Leute ein und aus. Wirf kein Geld für Duffs Wahlknochen, Schnickschnack raus. Sie sind Fremdmann, noch nicht viel zu sehen. Du willst Belebung? Nimm Schalachhut. Mann! Warum drücke ich mal Steuerung? Ich will mit Steuerung schleichen, das ist mein Fehler. Das Schleichen ist auf C. Da ich die Steuerung drücke, zack, dann greife ich die halt leicht. Anstatt dass du das Wissen kurz mal gedrückt hast. Naja, das ist. Das hat ein bisschen meine eigene Schuld, ne? Die Leute heutzutage. Der alte Duffer höckert heute ein neues Knochenartefakt. Soll beleben, den Saft durch die Adern pumpen. Belebendes Knochenartefakt, so. Soll ich mir eins holen? Nein. Wirf kein Geld für Duffs Wahlknochen, Schnickschnack raus. Bringt nen Scheiß. Du willst Belebung? Nimm scharlachrote Nachtschattensalbe. Die schmierst du dir vor dem Kampf auf die Brust. Wirst sehen. Scharlachroter Nachtschatten? Hab mal schwarzes Nachtschattenelixier probiert für härtere Schläge. Was ist das, Minirigner? Hab zwei Wochen lang vom Hals abwärts nichts mehr gespürt. Taub wie ein toter Fisch. Konnte ohne Gretchens Hilfe weder gehen, stehen noch pissen. Dann lieber Duffys Knochenartefakte. Mach was du willst. Aber wenn du im Ring wie ein Ferkel abgeschlachtet wirst, wirst du dir ganz sicher wünschen, meine Salbe genommen zu haben. Hoher Wahlknochen? Jeanette Lee gehört der Ort. Sie kann ihre Fragen beantworten. Du solltest besser auf deine Manieren achten. Das nehme ich einfach rein. So ein Problem. Anscheinend stört sich daran keiner. Das fand ich voll aus ihr Land. Mein Talisman ist weg. Oh, eine Leiche. Talisman, die hatte da einfach nur einen roten Wahlknochen, der war sogar eigentlich gut. Vielleicht sollte sich das mal hier finde dort. Aber an sich darf ich hier sein, das ist ja schon mal viel wert. Pixel. Restricted Area. Siehst du die größte Erkenntnis? Abgeschlossen. Privatbereich, klar. Aber ich kann dich reinlassen für 100. Das klingt gut eigentlich. Kann ich die vorher noch verstehen? Elinor, ich verschwinde hier, sobald ich genug Geld für die Überfahrt nach Windelborn habe. Ich mag diesen Ort nicht mehr, nachdem der Magier letzten Monat die arme Maudi getötet hat. Ich werde nie vergessen, wie das Publikum lachte, als er sie auswählte. Arschlöcher. Es ist Zeit, weiterzuziehen. Lania sagt, dass sie mit ehrlicher Arbeit bei der Wache von Windelborn verschaffen kann. Ich würde lieber wie ein Idiot in dieser Uniform aussehen, als hier zu bleiben, mitzuerleben, wie die schwarzen Künstler verspottet werden. Jeanette sagt, dass unsere Befehle von einer höheren Macht gekommen und die augenlosen großen Geheimnisse eingewählt werden. Dass ich nicht lache. Kaum einer von diesen dummen Köpfen kann ein richtiges Knochenartefakt oder auch nur eine faulige Salbe hinbekommen. Sie tun nichts weiter, als Rattenschnaps zu saufen, zu kotzen und wie Säuglinge zu plärren. Von denen werde ich bestimmt keine vermissen. Du bist meine einzige Freundin hier, seitdem Maudi tot ist. Also sollte ich mich von diesen verabschieden. Besuche mich in Windelborn, falls es dir möglich ist. Morena. Hatte die anderen nicht auch noch so ein Zettel hinten an der Hüfte dran? Die Blutfliegen sind dieses Jahr widerlich. Also die Frauen sind alle die immer den Dingens? Was kommt als Snack? Da kann ich ja, da drin. 100 Münzen. Mehr so sind. Hey, Tür aufmachen! Lass dich nicht erwischen. Wenn man dich sieht, kennen wir uns nicht. Viewer Subscription reactivated. Ah, was? Artefakte und hat gegiftet. Soll ich bitte die Ratten für den Schnaps fangen, wenn ich die ganze Zeit nur was? Schnaps brauche? Sechs der Subs für meinen Channel, von den 10, die ich jetzt habe, sind von Fake-Anhalt? Was? Ja, aber trotzdem, danke. Wenn ich jetzt da reingehe... Noch eine einzige Geburtstagsdorn in einem dieser abartigen Adelshäuser und ich schmeiß mich von der Klippe. Geburtstagsdorns? Bist du hier alleine? Das kann ich nicht. Moment. Ich will nicht entdeckt werden. Was hat sie? Ach, der Faker nur. Zu viel Geld. Ich müsste irgendwann bald demnächst mal eine Auszahlung von Twitch kriegen.